Hallo, liebe Zuschauer. Ja, diese junge Frau ist ja keine neue mehr. Die ist ja dieser Tage auch im Film gewesen bei Oma. Und wir fahren jetzt nicht nach Oma. Nein, wir fahren jetzt zum Tempel, weil einer meiner Zuschauer eine ganz gute Idee gehabt hat, der Oma zum Geburtstag den Besuch von Mönchen zu ermöglichen, sage ich mal. Wir sind jetzt hier zum zuständigen Tempel, hier von dem Ortsbereich, wo die Oma wohnt. Ich war mal vor langer, langer Zeit hier mit dem Sam und da haben wir Essenspakete hier ausgeteilt. Ja, das kommt mir schon ein bisschen bekannt vor. Und da suchen wir jetzt Mönche, die uns... sie sagt gerade, das ist eine Schule. Kannst du mal fragen, wo der Tempel ist? Da ist der Vorteil, wenn man jemanden dabei hat, der Thai sprechen kann. Das ist also sehr oft, dass eine Schule an den Tempel angrenzt. Es gibt ja auch Tempelschulen, wo die Kinder auch was lernen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo jetzt die Mönche sich versteckt haben. Die haben ja irgendwo Unterkünfte. Ja, die Überraschung soll eben halt sein, dass wir zwei Mönche bitten, doch dahin zu kommen zu Oma, wenn sie Geburtstag hat. So, da ist schon einer. Fragst du ihn bitte, ob ich auch filmen darf? Mhm. Sonst, ich möchte keinen Ärger haben. Sabadikab. Also wir sind gerade an einer anderen Stelle verwiesen worden. Da hinten ist auch ein Gebäude. Da gehen wir jetzt mal hin. Geh an die Türe und mach Knock Knock. Oder muss ich das machen? Darfst du das nicht als Frau? Hast du Angst? Mach mal Knock Knock. Doch. Sonst weißt du auch nicht, dass du da bist. Ja. Richtig. Sonst brauchst du gar nicht so klopfen. Wir mal gucken, vielleicht finden wir mehr und so. Ah, da ist er. Wo war er? Sabadikab? Da. Sieht die Schuhe aus. Kannst du ihm fragen, ist es okay, dass ich die Kamera habe? Okay. Okay. Kannst du das jetzt so übersetzen, was ich dir sage? Ja. Ich schaue nach der Großmutter seit 3 Jahren. Mhm. Und sie wird nächste Woche 93. Mhm. Und ich möchte ihr ein Geburtstagsgeschenk geben, ja, weil sie an Buddha glaubt, ja, dass 2 Mönche zu ihr hinkommen am 5. Fünf, ne? Ich komme die Mönche hier abholen. Was schreibt sie? Talking drei Mon. Müssen 3 da sein? Ja. Not 2. Okay, ja, dann 3. Kein Problem. Also wie ihr mitbekommen habt, 3 Mönche müssen es sein. Wir richten uns hier nach den Mönchen, wenn die Zeit haben. Morgens? Ja, morgens. Oma schläft bis 10 Uhr. Habt ihr gerade gehört? 9 Uhr? Afternoon.
Die Oma, die schläft bis 10 Uhr. Oma ist... Oh, okay. Ich denke, 2 Uhr. Ja, gute Zeit. Ja, 2 Uhr. Okay, 2 o'clock. Okay, okay. You speak English? You speak English? No, no. So, jetzt wollen wir den jungen Mönchen nicht weiter mit der Kamera strapazieren. Ich mache das jetzt mit dem ab und erzähle euch anschließend, was wir verhandelt haben. Ja, Tiff, was sagt er denn jetzt, der Mönch? Der war ja sehr freundlich. Buddha. Das ist ein Buddha? Okay, ist ein Mönch. Ja. 3 wollte er jetzt haben. Ist immer so, es ist 3, 5. Ja, 3, 5, 7. Okay, siehst 9. Du? Ja, okay. Habt ihr auch über Geld gesprochen? Habe ich das richtig verstanden? Ein bisschen? You spoke over money? Ja. Hat er was gesagt, wie viel? Na, okay. Also ich habe so gehört, da macht man einen Briefumschlag fertig, da tut man Geld rein für jeden Mönchen und dann ist das gut. Muss ich irgendetwas vorbereiten für die Mönche? 3. Was? Ja, 3 Mönche. Muss ich irgendetwas mitbringen? Ihr habt über Blumen gesprochen? Nein? Da habe ich was falsch verstanden. Also das ist eine ganz lockere Sache. Am 5. sind wir dann hier um 2 Uhr, holen die 3 ab. Ja, die können sich hier hinten. Ja. Ja, da habe ich ja einen heiligen Wagen. And this year you can have for some more Buddha, maybe. Ja, okay. Ja. Und jetzt fahren wir nach Oma. Wir sahen aber nichts. Das ist eine Überraschung für den Geburtstag. Da wird sie sich bestimmt drüber freuen, weil ich weiß, dass sie immer abends betet nach Buddha. Mhm. Und wenn jetzt 3 Mönche kommen, ist das viel mehr wert als jede Party mit fremden Leuten. Das wäre für Oma nur Stress. Und da wird sie sich richtig freuen. Ja, ich denke, Oma macht glücklich. Das macht die Oma glücklich. Gut, dann fahren wir jetzt nach Oma. Ja. So, die Tiff wird jetzt noch was Leckeres für die Oma kaufen. Wir hatten ja letztes Mal Mango. Ja. Und hier, Mangostone, take some of them, that's very healthy. Die sind also sehr gesund, die sollen ja auch gegen Krebs und alles, was so giftig im Körper ist, wirksam sein. We take also some bananas, Bananen nehmen wir auch. Ich weiß nicht, ob die Oma welche hat. Mango. Ja, bei denen muss man drauf achten, da drückt man immer leicht drauf. Wenn die also weich sind, dann sind die innen drin auch weiß. Ansonsten, wenn die älter sind, dann verhärten die und dann kann man die nicht mehr essen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe. Die Tiff ist Singlefrau. Wir zwei passen ja nicht zusammen. Sie mag es nicht, Schnitzel oder Koteletts in die Pfanne zu kloppen. Sie ist Vegetarier. Und hat Katzen oder eine Katze und einen Hund. Hier mit Oma dahin zu fahren, das ist immer super mit ihr. Ihr macht das auch Spaß. Ja, hier könnt ihr mal die Umgebung sehen, die Thailand so nicht kennen. Überall haben wir 7-Eleven. Früher, vor der Pandemie, hatten wir auch Family Mart. Die sind fast alle verschwunden. Da hinten ist auch die Snake Farm. Das ist ein Begriff also hier unten im Süden. Und das ist eben halt ein Tante-Emma-Laden. Da bekommt man alles. Ah, hier sehe ich auch, das ist für die Mönche. Da ist Feuerwerkskörper. Wäre unmöglich in Old Germany. Also da, wenn die hochgehen, das kracht schon. Ja, das ist eine Menge. Und in solchen Geschäften hat man das, was man für den alltäglichen Bedarf so benötigt. Die Kleinteile hier, Kosmetik, für die Dusche, Zahnpasta, Spülmittel, alles das, was man so
am Alltag benötigt. Hier hat man auch Tiefkühlware. Was haben wir denn hier? Ach, da haben wir Hähnchenschenkel, Innereien. Oh mein Gott, was ein Haufen an Fleisch. Ja. Und in solchen Läden gilt das nicht, dass man hier zwischen gewissen Zeiten keinen Alkohol kaufen kann. Hier kann man sehr wohl Alkohol kaufen. Also normalerweise ist es nicht erlaubt zwischen 2 und 5 Uhr. Im 7-Eleven bekommt man da nichts. In den Läden kann man sehr wohl Alkohol kaufen. Die Tiff hat gleich einen Mangoston ausprobiert. Ich habe schon lange keine mehr gegessen. Die sollen also, wie ich da eben schon erwähnt habe, sehr, sehr hilfreich sein, um Gifte aus dem Körper herauszuziehen. Warte mal, da hat sie. Da hat sie alles gekauft. Ja, da wird die Oma sich freuen. Gut. Ja. Gut, jetzt geht's nach Oma. Das ist die Tiff. Sie war schon mal verheiratet, hat keine Kinder, hat wohl einen Hund. Yes, I have one dog. Yes. Und eine Katze. Yes. Und ist Vegetarier. Yes. Und hat die Tränen in den Augen, wenn ich darüber rede, wenn ich ein Steak in der Pfanne haben möchte. Das, nein, und das ist no go für mich. Ich liebe Steaks. Ja, ansonsten ist sie eine sehr nette Frau und ich habe noch nie so lange Haare gesehen wie bei ihr. You have very long hair. Long, I think 6 Jahre. 6 Jahre? 6 Jahre. So. Da sitzt die Oma. Sabadi Kap. Sabadi Kap. Gibt es noch was? Gibt es noch was? Ja, das sind. Oh, da sieht man dicke Freunde. Die haben sich letztes Mal schon Küsschen gegeben. Ja, vielleicht komme ich auch gleich mal dran. Kann ich auch mal Hallo sagen? Tiff, kann ich auch mal Hallo sagen? Hältst du die Kamera? Ja. Hier. Hm? So. Kriegst du was Frisches zu essen? Ne? Ja. Dieses Lächeln im Gesicht. Hm? Ah, die Oma, die zerdrückt die mit der Hand. Aha. Was machen wir? Wir gehen jetzt mal um die Hütte wieder rum und gucken mal, welches Brett abgefallen ist, was wir reparieren müssen. Und die zwei lassen wir jetzt hier mal in Ruhe Massage durchführen. Aber heute machen wir mal was Neues. Wir gehen die andere Richtung ums Haus rum. Ja, in den vergangenen Filmen habe ich ja des Öfteren angekündigt oder gesagt hier, dass das Haus komplett mit Termiten durchfressen ist. Der Schein trügt, dass also das Holz in Ordnung ist, aber innen ist alles schon aufgefressen. Hier haben wir die Waschstelle von Oma. Dann gucken wir mal oben aufs Dach. Ja. Alles noch drauf. Und letzte Woche hatte ich ja gesagt, hier wird gebaut. Das ist da drüben. Das ist die Rückseite. Ist eigentlich ein großes Haus für eine Person. Und hier oben ist schon so eine Stelle. Da. Komplett zerfressen. Ja, die machen da hinten die Fundamente. Das scheint wohl ein Haus auf Stelzen zu sein. Weil das so hoch ist, das Fundament. Das ist immer gut. Hier kann auch sein, dass Wasser steht.
Und dann ist es natürlich praktisch, wenn das Wasser, wenn das Haus ein bisschen höher steht. Für nächste Woche, den 5., da wird also einiges terminmäßig gemacht. Ich muss nach Big C, ich muss den Kuchen holen. Die Tifti sagte, die hat also keine Zeit. Die hatte ja letzte Woche angeboten, einen Kuchen zu machen. Da will ich doch den Kuchen holen gehen. Dann muss ich ins Geschenkgeschäft gehen, um doch die Luftballons zu besorgen. Und so Happy Birthday kann hier hin. Und dann muss ich die Tiff abholen. Und dann müssen wir um 2 Uhr hier sein, um die Mönche abzuholen. Und dann kommen wir nach hier. Und etwa eine Stunde bleiben wir dann bei Oma und dann beten die miteinander. Und ich habe von dem Mönch auch die Genehmigung bekommen, also das Ganze zu filmen. Hat das also mit einem Lächeln unterstrichen. Und ich hoffe, dass die Oma darüber glücklich ist. Ich rieche das bis hier, das Balm. So wie Tigerbalm. Ah, jetzt tastet er ab, wo Schmerzen sind und dann wird da gedrückt. Ja, da tut weh. Und anschließend nicht mehr. Dankeschön, dass ihr wieder zugeschaut habt und Dankeschön für die Daueraufträge, die da reingekommen sind. Das wird der Oma bestimmt ein bisschen das Leben erleichtern oder angenehmer machen. Und ich bin mal gespannt nächste Woche, wie sie darauf reagiert, wenn wir mit den drei Mönchen kommen. Mit den drei Mönchen kommen. Mhm. Tschüss. Tschüss, dann. Bye, bye. 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 Sie spricht bald schon Englisch.